Hallo miteinander und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Thomas Schmidt Kunst Maratomi. Heute am 21.09.2021 wieder aus meinem Sendestudio in Forchheim. Hier wieder mal von meinem Parallelstudio. Ist jetzt kein richtiges Studio, ist halt einfach ein anderer Raum. Aber egal, ich will mich jetzt nicht über die Räume hier auslassen, sondern über das neue Thema, das ich euch heute vorstellen möchte, nämlich die Briefmarken Dänemarks. Und da möchte ich auch ein bisschen auf die Gebiete Dänemarks eingehen, weil Dänemark ist ja auch so quasi oder war eine Kolonialmacht. Zwar nicht so eine große wie jetzt Großbritannien, Frankreich oder sonstige Staaten wie etwa auch Portugal und Spanien, sondern war eher so eine kleinere Kolonialmacht, aber hat heute auch noch ein riesiges, zwei riesige Gebiete, nämlich Grönland und zusätzlich auch noch die Färöerinseln, die auch eigene Briefmarken herausgeben, aber darauf werde ich jetzt dann nachher noch näher eingehen. Aber bevor ich damit beginne, möchte ich euch noch bitten, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Dazu einfach den Abonnieren-Button rechts unten anklicken. Und wenn ihr immer noch die Klingel Klingelingeling mit anklickt, bekommt ihr auch immer meine neuesten Filme mit. Aber nun möchte ich ein bisschen auf die Geografie ganz gering und auf die Geschichte Dänemarks eingehen und da natürlich auch immer noch die entsprechenden Briefmarken und so weiter erwähnen. Dazu habe ich mir wieder einiges aus Wikipedia ausgedruckt. Da war wieder massig Stoff. Ich kann dann natürlich jetzt nicht auf jeden Punkt da detailliert eingehen, weil das würde natürlich total den Rahmen des Filmes sprengen. Ja, weil ich mit Brille auch weitsichtig sozusagen bin, habe ich jetzt die Brille abgelegt, damit ich das entsprechende, also die wichtigsten Punkte hier auch herauslesen kann. Ich will es natürlich jetzt nicht rein ablesen, aber ein bisschen was muss ich da schon immer nachschauen. Ja, was schreibt Wikipedia dazu? Dänemark ist ein souveräner Staat im nördlichen Europa, also ein Nachbarland im nördlichen Teil von Deutschland. Ihr wisst sicher alle, wo das liegt, deswegen will ich jetzt auch nicht darauf weiter eingehen. Und Wikipedia schreibt noch zusammen mit den Färöerinseln, die wie das Mutterland geografisch zur Nordeuropa gehört, ist ja auch noch Grönland ein Teil Dänemarks, auch wenn das jetzt ein ziemlich autonomes Gebiet ist. Und Grönland zählt schon zu Nordamerika, deswegen kann man sozusagen sagen, dass Dänemark einer der wenigen interkontinentalen Staaten Europas ist. Ein weiterer interkontinentaler Staat Europas ist sicher Frankreich und wahrscheinlich auch, könnte man auch noch Großbritannien dazu zählen. Und das Mutterland hat eine Fläche von 43.000 Quadratkilometern in etwa, ist also, ja, Bayern hat glaube ich 70.000, das wäre so etwa nicht ganz zwei Drittel von Bayern. Ja, interessant ist die Geschichte der Dänen. Die Dänen, die waren entstand eigentlich aus einem nordgermanischen Stammesverband, bekannt als Wikinger. Und im Jahr 811, sondern im 10. Jahrhundert, etwas später, vereinigte Gorm der Alte, also die hatten da alle so richtig lustige Namen, wenn man sich mal so die dänischen Herrscherliste so anschaut, die hatten da also wirklich recht interessante Namen, das ist eigentlich recht interessant. Jedenfalls dieser Gorm der Alte, der vereinte diese einzelnen Kleinkönigreiche auf heutigem dänischen Boden zu einem großen Königreich. Sein Sohn, das waren alles noch Heiden. Die Wikinger glaubten noch immer noch an die alten Götter wie Odin und so weiter. Und ja, Wodan ist glaube ich der deutsche Name. Der germanische Name für die gleiche große Gottheit und an Thor, den Hammerschleuderer und so weiter und so fort. Aber sein Sohn, der hatte auch einen sehr lustigen Namen, also das war dieser Harald Blauzahn. Ich weiß nicht, woher der Name dann kam, weil er einen blauen Zahn hatte. Vielleicht hat er sich einen blauen Edelstein als Zahnersatz einsetzen lassen, statt einen Goldzahn. Jedenfalls trat der dann zum christlichen Glauben über. Und wie damals so üblich, mussten dann auch die Untertanen in der Regel zum christlichen Glauben übertreten. Und einer seiner Nachfolge, auch wieder ein ganz interessanter Name, Knut, hatten wir ja mal einen Eisbären in Berlin, der auch Knut hieß, das war dann Knut der Große,
Und danach, ja, bis zum Tod Knuts des Großen im Jahre 1035 gelang den dänischen Königen, schreibt da Wikipedia, die Eroberung weiter Teile der britischen Inseln. Also da waren mal die Briten unter dänischer Herrschaft und auch Norwegens. Und es kam auch die fränkische Mark Schleswig zwischen Eider und Schleider zu. Also da entwickelten sich dann einige Jahrhunderte später Konflikte praktisch mit Deutschland, aber darauf kommen wir noch zu sprechen. Und ein ganz bekannter Handelsort in Nordeuropa, im südlichen, damals südlichen Dänemark sozusagen, war Heitarbu. Da gibt es auch viele Ausgrabungen und so. Und es ist ziemlich geschichtlich und archäologisch gesehen eine sehr bekannte Stätte. Das sieht man auch oft so in den Geschichtsatlanten dann Abbilder davon. Aber ich will jetzt nicht weiter auf Heitarbu eingehen. Und die Dänen unterwarfen dann im 11. Jahrhundert dann auch die Schweden und Norweger. Also es war zeitweise ein riesiges Reich. Schweden, Norwegen, Dänemark, fast ganz Britannien gehörte dazu. Also es war ein sehr großes und mächtiges Reich. Ja, und schließlich beim Mach, weil ja auch alles ein bisschen seine Ordnung haben sollte, auch damals schon im ausgehenden Mittelalter, im Jahr 1397, wurden dann die drei nordischen Reiche Dänemark, Norwegen und Schweden in der sogenannten Kalmarer Union unter der dänischen Herrschaft dann vereint. Und dieser Verbund existierte dann immerhin bis zum Jahr 1523, bis dann die Schweden sich die Unabhängigkeit unter Gustav den Ersten Vasa erkämpfen konnten. Und da gab es dann aber auch über die Jahrhunderte dann immer wieder Konflikte zwischen diesen beiden Mächten. Bei Schweden wurde ja dann auch ein sehr mächtiger Staat. Ja, und so steht auch dann im Wikipedia, dass bis ins 17. Jahrhundert hinein Auseinandersetzungen mit Schweden bestimmt blieben. Weil der südliche Teil des heutigen Schweden schon in Peking und Halland, das gehörte noch lange Zeit zu Dänemark, das kam dann erst 1658 zu Schweden und einzig die Insel Bornholm konnte dann Dänemark gegenüber Schweden behaupten. Ja, im späten 18. Jahrhundert gab es ein paar Reformatoren sozusagen, also Leute, die ein paar Minister, die das Land modernisierten, und zwar im Sinne der Aufklärung. Und so wurden dann auch schon im Jahr 1788, also bereits ein Jahr vor der Französischen Revolution, die dänischen Bauern befreit sozusagen von ihrer Leibeigenschaft. Da war Dänemark etwas schneller als Deutschland und auch als Frankreich. Dann versuchte Dänemark erst einmal, wie dann Napoleon an die Macht kam, sich neutral zu halten. Das gelang bis 1807 und dann wandte sich Dänemark Napoleon und Frankreich praktisch als Verbündeter zu. Aber Napoleon verlor ja dann die ganzen Kriege 1814 und so musste dann auch Dänemark etwas darunter leiden, indem es dann die Insel Helgoland an Großbritannien abtreten musste. Und was wahrscheinlich für Dänemark schmerzhafter war als Helgoland, das war, dass auch Norwegen an Schweden abgetreten werden musste. Lediglich Island, die Färöer, Grönland und Dänisch-Westindien verblieben bei Dänemark. Und das ist ja doch immer noch eine große Landmasse, wobei natürlich die wirtschaftliche Bedeutung dieser sehr weit im Norden liegen Länder dann eher nicht so bedeutend war. Und Dänisch-Westindien, also in der Karibik gelegen, ich zeige da euch dann auch noch Briefmarken, das konnte man bis 1917 halten und das war aber dann auch nicht so viel Landmasse und wahrscheinlich auch nicht so bedeutend, kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen, aber ich gehe da nachher noch mal kurz ein bisschen drauf ein. Dann entwickelte sich eine dänische Nationalbewegung nach der napoleonischen Zeit und das verstärkte sich dann schon in den 1830er Jahren und auch während der Revolution 1848-49. Und so kam es immer mehr zu Konflikten zwischen den eigentlichen Dänen im Norden und dann den Holsteinern und Schleswig und der Bevölkerung von Schleswig, die hauptsächlich ja deutschsprachig war und sich mehr dem Deutschen Reich, Deutschland mehr verbunden. Es gab ja noch kein deutsches Reich. Es gab ja nur den Deutschen Bund zu der damaligen Zeit.
Aber es entwickelte sich da doch dann ein großer Konflikt, der schließlich in einem Krieg zwischen Dänemark und dem Deutschen Bund mündete. Da marschierten Dänemark verlor da schnell den Krieg zwischen Preußen und Österreich. Es waren hauptsächlich preußische und österreichische Truppen, die da in Richtung Schleswig-Holstein einmarschierten. Da gab es ja auch dann die Schlacht auf den Düppeler Schanzen, wo dann die Dänen dann vernichtend geschlagen wurden. Und das hatte dann zur Konsequenz, dass Dänemark Schleswig-Holstein an Preußen und Österreich abtreten musste 1864. Dadurch entstand wiederum ein Konflikt zwischen Österreich und den Preußen. Das waren ja die zwei bestimmten Mächte im Deutschen Bund. War wahrscheinlich der alleinige Grund, aber das mündete dann bereits zwei Jahre später in dem Deutsch-Österreichischen Krieg, wo dann Bismarck praktisch die Österreicher und ihre Verbündeten, Bayern war da zum Beispiel auch ein Verbündeter, vernichtend schlugen. Und so landete dann Schleswig-Holstein praktisch unter preußischer Herrschaft, praktisch war dann auch ein Bestandteil des Norddeutschen Bunds. Und als sich dann Deutschland einigte, 1870-71 im Krieg, wurde das dann auch Teil des Deutschen Reiches. Ja, danach, nach dieser Niederlage, versuchten die Dänen eine strikte neutrale Politik auszuüben, weil sie spürten halt dann auch, dass es da jetzt durch den neuen Machtblock Deutsches Reich und die zwei widerstrebenden Mächte Frankreich und Deutschland, dass das konfliktträchtig war und ja schließlich dann auch im Ersten Weltkrieg mündete, dass sie da deswegen neutral bleiben wollten. Ja, man sieht, die dänische Geschichte ist sehr interessant. Jedenfalls blieb Dänemark während des ganzen Ersten Weltkriegs neutral, sich geschickt raus. Trotzdem wurde dann beim Versailler Vertrag vereinbart, dass es im nördlichen und mittleren Schleswig eine Volksabstimmung geben sollte. Das waren da zwei Zonen, wo da abgestimmt wurde. Und in der ersten, also in der nördlichen Zone, lebten dann auch mehr Dänen. Und da entschieden sich, glaube ich, 80% für Dänemark, während der Großteil dann im südlichen Schleswig, wo die zweite Abstimmung war, die entschieden sich dann für das Deutsche Reich und verblieben so dann auch beim Deutschen Reich. Und das ging dann auch mit einer großen Mehrheit für die Deutschen positiv aus. Das gefiel denen wahrscheinlich, den Machern des Versailler Vertrags, nicht so. Obwohl sie jetzt ja so einen kleinen Landstreifen von Schleswig bekamen, blieben trotzdem weiterhin neutral, hielt aber dann Hitler und die Nazis nicht zurück. Am 9. April 1940 im Rahmen des Unternehmens Weserübung, wo Dänemark und ganz besonders Norwegen, das eine große strategische Bedeutung für die Deutschen hatte, dann besetzt wurden. Norwegen wehrte sich ja dagegen und kämpfte gegen die Deutschen. Die Dänen ließen sich mehr oder weniger widerstandslos in einem Tag überrollen. Da durfte die Regierung auch so einfach weiter regieren. Die hatten dann zwar einen sozusagen deutschen Aufpasser, aber mehr und mehr wollten die Deutschen dann, dass auch die dänischen Nazis da die Macht übernehmen. Ist nicht, glaube ich, so hundertprozentig gelungen. Jedenfalls wollten sie dann 1943 auch die dänischen Juden aus Dänemark deportieren und da wehrte sich die Bevölkerung ganz massiv dagegen und die konnten das so, die Verfolgung und Vernichtung der dänischen Juden weitestgehend verhindern. Aber es war nicht so, dass in Dänemark nur Widerständler gab, es gab da auch Befürworter des Deutschen Reichs und der Nazis und so wurde dann auch gab es auch Freiwillige in der Waffen-SS, aber es waren etwa 6000 Personen, die dieser Waffen-SS als Freiwillige beitraten und dann auf deutscher Seite, dann hat sich, glaube ich, in Russland für die Deutschen gegen die Russen kämpften. Und dazu gibt es auch ein paar Briefmarken, also es ist dann eher so eine Spendenausgabe, aber in Michel ist sie immerhin aufgeführt, die Briefmarken der dänischen Legion nämlich. Ja, am 4. Mai, also wenige Tage vor Ende des Zweiten Weltkriegs, ergaben sich dann die deutschen Truppen in Dänemark, Feldmarschall Montgomery, und kurz danach war ja auch dann der Krieg zu Ende. Und Dänemark trat dann auch gleich als Mitbegründer der UNO bei, dann im Jahr 1945, und
auch der NATO als Mitbegründer 1949 und auch des Europarates und auch als, war auch Gründungsmitglied des sogenannten Nordischen Rates. 1960 trat es der EFTA bei, den Europäischen Freihandelsabkommen, und nach einem Referendum im Jahr 1972 wechselte dann Dänemark auch zur EG und ist seitdem auch Mitglied sozusagen der EU. EG war ja der Europäische Gemeinschaft, war ja der frühere Name der Europäischen Union. Im Jahr 2000 war natürlich auch der Euro in Dänemark mit im Gespräch. Da gab es auch eine Volksabstimmung, also das Volk darf da relativ viel mitentscheiden, was doch schon mal sehr positiv ist. Und die wollten die dänische Krone als Währung behalten, und so gibt es auch heute noch die dänische Krone als Währung in Dänemark und nicht den Euro, wobei wahrscheinlich der Euro so quasi als Zweitwährung mitläuft. Und man sieht, Dänemark ist halt immer sehr freiheitlich orientiert, und das sieht man jetzt auch beim Thema Corona. Da hat man jetzt sämtliche Maßnahmen aufgehoben. Also es ist in vieler Hinsicht etwas, die Bevölkerung und die Menschen sind da etwas freiheitlicher orientiert als bei uns. Aber wollen wir nicht politisch werden, sondern auf das Thema dänische Gebiete und Kolonien noch eingehen. Einmal gibt es die Färöerinseln, das ist ja eine interessante Inselgruppe. Nördlich der Shetlandinseln, also zwar quasi zwischen Schottland und Island, irgendwo so da in der Mitte gelegen. Wir waren mal im Jahr 1987, war das auf Island, da sind wir mit der Fähre rübergefahren. Das war total interessant, weil wir da auch 2 Tage auf den Färöerinseln abgesetzt wurden, bevor wir dann nach Island weiterfahren konnten. Und das war sehr interessant, die 2 Tage. Es ist eine landschaftlich wunderschöne Gegend. Es sind quasi im Ozean versunkene Fjorde. Die Bergspitzen schauen noch raus und in der Mitte sieht man, ist halt dann Meer dazwischen. Die Färöer sind heute weitgehend autonom, haben auch eine eigene Fußballmannschaft. Die hatten da auch schon, glaube ich, mal irgend so einen Sensationserfolg gegen eine Fußballmannschaft bei den Qualifikationsspielen, Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft, weiß ich es nicht mehr. Da hatten sie nicht einmal einen eigenen Fußballplatz, und seitdem haben sie einen. Ja, Briefmarken gibt es auf den Färöern seit 1975 eigene, und zudem gab es ein paar, das waren mehr so Notausgaben, 1919 eine Ausgabe, die sehr gesucht ist, und auch die Ausgaben von 1940-41, die während der britischen Besetzung der Färöerinseln ausgegeben wurden, die sind auch interessant und relativ viel wert und selten. Denn die Färöer wurden nach der deutschen Besetzung Dänemarks zuerst von den Briten und dann auch von den Amerikanern besetzt. Das gleiche gilt für Island, das praktisch von 1380 bis 1918 Teil Dänemarks war, also so quasi eine dänische Kolonie auch. Und ab 1918 bekam dann Island auch so eine Art Autonomie in Personalunion. Die hatten dann den gleichen König wie die Dänen, und erst 1944 wurde dort eine unabhängige Republik ausgerufen. Das rührte wohl auch daher, weil das dann zu der Zeit erst einmal von 1940 an von den Briten und dann schließlich von den Amerikanern besetzt war, um die Deutschen dann natürlich fernzuhalten, weil Färöer und Island haben natürlich auch eine große strategische Bedeutung, hatten sie im Seekrieg während des Zweiten Weltkriegs. Und Briefmarken gab es in Island seit 1873. Island haben wir ja jetzt auch sozusagen eine Sonderregelung. Die haben, glaube ich, vor kurzem Briefmarken sozusagen abgeschafft. Es werden keine neuen Briefmarken für die isländische Post mehr gedruckt. Die sagen, das ist nicht mehr notwendig. Ist eigentlich schade, aber so ist Island eigentlich auch ein abgeschlossenes Briefmarkengebiet mittlerweile. Ja, dann gab es weitere Kolonien, die vielleicht nur für Sammler von Vorfühlerbriefen relevant sind, soweit es da überhaupt Briefe gibt. Briefmarken gibt es nämlich nicht, denn an der Goldküste Westafrika, heutige Küste von Ghana, gab es im 17. und 18. Jahrhundert dänische Besitzungen. Ich denke, wenn man da alte Briefe aus dieser Zeit findet und hat, dann sind die sicher sehr gesucht, speziell natürlich unter dänischen Sammlern, aber Briefmarken hatten die keine eigenen.
dass nach dem 18. Jahrhundert da Dänemark diese Kolonien verlor. Interessanter dann für Philatelisten von dänischen Kolonien ist sicher Dänisch-Westindien. Das war von 1666 bis 1917 dänisch. Und man sieht, 1917, das war ja schon die Zeit, wo es auch Briefmarken gab. Und da gab es schon ab 1856 wurden da eigene Marken herausgegeben. Ich glaube, es wurde dann an die USA oder was verkauft, Dänisch-Westindien. Die merkten halt auch die Ideen, dass man diese Kolonie nicht mehr halten kann. Und deswegen gaben sie dann diese Kolonie ab. Die Briefmarken sind sehr interessant, die sind eigentlich alle gesucht. Selbst die einfachsten, also ab 5 Euro stehen sie im Katalog. Also so, man muss da in der Regel für eine Einzelmarke wohl schon, selbst für die einfachste wohl an die 2 Euro mindestens hinlegen. Aber es gibt auch einige Dänisch-Westindien-Briefmarken, die deutlich wertvoller sind. Also die sind insgesamt gesucht und auch nicht häufig und es sind halt nicht allzu viele Ausgaben. Noch interessanter wären dann natürlich Briefe. Ich werde auch jetzt auch nicht nur dann euch in unseren Online-Shop günstig.com rein dänische Briefmarken vorstellen, sondern auch ein bisschen ein Ausflug zu Briefmarken der dänischen Gebiete, also praktisch zu den Färöern, Island, hauptsächlich jetzt gerade die älteren isländischen Marken, wenn man vielleicht auch nochmal einen extra Film gesondert zu Island und Färöer vielleicht auch noch machen. Und Briefmarken von Dänisch-Westindien haben wir auch ein paar im Shop, die möchte ich euch dann auch noch vorstellen. Und dann dürfen wir natürlich das größte dänische Gebiet, nämlich Grönland, nicht vergessen. Das ist eine riesige Landmasse. Das meiste liegt jetzt unter einem dicken Eispanzer, teilweise deutlich über 1000 Meter dick. Leider wird dieser Eispanzer natürlich auch immer dünner im Rahmen des Klimawandels. Da schmelzen auch auf Grönland halt die Gletscher ab. Also es ist auf alle Fälle es ist ein fantastisches Land. Ich war selber persönlich jetzt noch nicht auf Grönland, aber da wir einige Amerika-Reisen machten, flogen wir halt da mehrmals über Grönland rüber und oft war dann das Wetter schön und es sah natürlich fantastisch aus, wenn man dann der dänischen Küste, Ostküste entgegenflog und dann diesen dicken Eispanzer und diese riesigen Berge sah und dann teilweise oft war dann über dem Inlandeis war dann eine geschlossene Wolkendecke, aber manchmal sah man dann auch diesen ganzen Eispanzer und da sah man auch schon dann im Sommer, dass da Teile selbst oben abschmelzen, dann gab es so richtige blaue Seen auf diesen Eispanzer. Also das war immer ein fantastischer Blick und total beeindruckend. Ja, da gibt es natürlich auch Briefmarken. Von 1905 bis 1937 gibt es die sehr gesuchten Briefmarken des königlich-dänischen Handelskontors, also die sind alle ziemlich selten und wertvoll. Und bereits ab 1938, also bedeutend früher als auf den Färöern, gab es dann dort auch Briefmarken der königlich-dänischen Post. Ja, man sieht, es gibt sehr viel über Dänemark zu erzählen. Dann, interessant auch noch, das entdeckte ich dann auch noch bei Wikipedia, Dänemark hatte auch ein paar Kolonien in Asien, speziell in der indischen Region. Das eine nannte sich Neu-Dänemark bei den Nikobaren. Das war von 1756 bis 68 Kolonie. Dann Serampore in Bengalen, im Golf von Bengalen, also wahrscheinlich im heutigen Bangladesch oder da Richtung Kalkutta, 1755 bis 1845 war das eine Besitzung. Und dann noch Drankebar, nannte sich auch Dänisch-Indien. Und das war ein Seehafen an der Koromandelküste, wo das auch überall ist. Und das war bis 1845 eine dänische Besitzung. Briefmarken sind mir aus dieser Region keine bekannt. Aber sicher gibt es da auch so Vorfühlerbriefe und so weiter. Und wenn man sowas entdeckt, ist es sicher interessant. Und wenn man es nicht selber sammeln will, dann kann man das sicher sehr gut an dänische Sammler verkaufen. Dann weitere Briefmarkengebiete, ich hatte es ja schon erwähnt, die Schleswig-Holstein-Altdeutschland-Marken. Da gab es 1850 schon zwei sehr gesuchte dänische Ausgaben für Holstein. Dann gab es 1864 den Krieg zwischen
Dänemark und Preußen-Österreich, wo dann Schleswig-Holstein Bestandteil von Preußen und Norddeutschen Postbezirk, beziehungsweise kurze Zeit auch von Österreich, da gab es auch eine österreichische Besatzungszone. Und da wurden von 1864 bis 67 eigene Marken gedruckt. Interessant ist in der Zwischenzeit vielleicht auch noch, dass es da Marken praktisch, dass Marken mit den Stempeln aus diesen Regionen auch von deutschen Sammlern gerne gesammelt werden, so als Vorläufer von Schleswig und Holstein. Ich glaube auch Bergedorf bei Hamburg, da gibt es die Ausgaben auch mit dänischen Stempeln. Ist auch so ein interessantes Nebengebiet. Ja, und dann gab es ja nach dem Ersten Weltkrieg diese Abstimmung in Schleswig 1920 für zwei Zonen. Und da gibt es auch Briefmarken. Und zwar in der mehrheitlich von den deutschen Bevölkerung Zone in deutscher Währung. Und in der sogenannten ersten Zone im Norden wurden die in dänischer Währung ausgegeben und da stand, glaube ich, auch immer noch der Aufdruck erste Zone drauf. Und dann, ich hatte es schon erwähnt, noch diese Spendenmarken oder Vignetten, wie man es auch immer nennen will, der dänischen Legion im Zweiten Weltkrieg, die sind natürlich auch gesucht und selten. Ja, und dann hatte ich es ja noch erwähnt, Bergedorf, da gab es auch eine dänische Postverwaltung. Ja, dann vielleicht noch zu den Briefmarken Dänemark selbst. Bevor wir da detailliert in Medias Res noch eingehen. Die erste Ausgabe gab es schon 1851. Ich habe mal geguckt, im Michel-Katalog bis 1945 verzeichnet der Michel-Katalog 288 Ausgaben gerade mal. Also es war eine sehr zurückhaltende Ausgabepolitik und bis Ende 99 gerade mal 1232 Ausgaben. Aber nun schauen wir mal in unserem Online-Shop günstig.com. noch ein paar dänische Briefmarken und auch von den Gebieten an, dass ihr mal so einen kleinen Eindruck bekommen könnt, was es denn da alles für Briefmarken gibt. Und natürlich könnt ihr, die ich jetzt hier zeige, soweit sie dann noch vorrätig sind, natürlich auch online bestellen. Ja, nun wollen wir uns doch mal die Dänemark-Briefmarken im Online-Shop www.günstig.com anschauen. Dazu wähle ich wieder Briefmarken 1 an, dann gibt es Europa A bis H. Und dann Dänemark-Briefmarken und schon sehen wir die ersten Briefmarken hier. Hier sehen wir zum Beispiel eine Dänemark-Michel Nummer 4. Ja, die Michel Nummer 4 wurde 1854 herausgegeben. Man unterscheidet sie von der Michel Nummer 1 über die Währung, weil von der Michel Nummer 1 gibt es eine ein bisschen so in einer anderen Farbe, etwas mehr rötlich-braun. Aber die kann man, abgesehen von der Farbe, hier ganz gut an der Währungsbezeichnung erkennen. Hier steht 4S, das steht für 4 Schilling oder Skilling auf Dänisch. Und bei der ersten Ausgabe von 1851 steht da 4 RBS, das sind 4 Reichsbank-Schilling. Das war die Währung, die es in Dänemark bis zum Jahr 1884 gab, nämlich ein Riksbankdaler gleich 96 Reichsbankschillinge. Und ab 1854 wurde dann ein Riksdaler, also übersetzt wohl Reichstaler, zu 96 Schilling eingeführt und dann schließlich 1895 eine dänische Krone gleich 100 Öre. Dann schauen wir mal, was noch so alles für Briefmarken hier im Shop angeboten werden. Hier sind weitere klassische Werte, jetzt hier auch die Michel Nummer 7 und hier eine weitere, nämlich neues, da gab es dann ein neues Bild sozusagen für Briefmarken. Bei dieser Ausgabe vom Jahr 1864 sehen wir hier auch eine 4 Schilling. 4 Schilling war da immer meistens so, 4 Schilling und 8 Schilling waren meistens so die geläufigeren Werte. Die anderen sind in der Regel etwas mehr wert. Dann schauen wir mal weiter. Ja, dann haben wir hier Michel 22 bis 23 und 25 bis 31. Ich scroll's mal etwas herunter, dass wir sie ein bisschen besser sehen. Und da haben wir jetzt schon die 1 Krone gleich 100 Öre. Hier haben wir jetzt zum Beispiel so einen 1-Kronen-Wert. Da steht aber 100
Öhre drauf. Und dieses Motiv mit den Wappen, das gab es auch mit Schillingwerten. Ich glaube, da haben wir jetzt im Shop nichts dazu im Angebot. Nein, haben wir jetzt hier zufälligerweise nichts. Und hier sind wir weitere Ausgaben von Dänemark von den Folgejahren. Ja, dann gehen wir ein bisschen mehr in Richtung Gegenwart. Hier sehen wir den dänischen König bei der Ausgabe 47 bis 50 von Michel-Katalog. Da sehen wir den König Christian IX. In unserem Shop. Und schauen wir mal nochmal das Ganze ein bisschen größer an. Ja, da sieht man nochmal, und die 4 Marken würden da 1,80 Euro kosten. Also man sieht, die dänischen Marken kann man eigentlich recht günstig einkaufen. Sie sind nicht so teuer. Hier haben wir ein bisschen mal einen etwas teureren Satz. Die 101 fehlt da leider, aber sonst haben wir hier fast den kompletten Satz. Der ist gestempelt jetzt nicht so wertvoll. Die 101, die 27 Öre wäre dabei der wertvollste Wert. Und hier haben wir sogar auch noch einen Wert mit einer Berfin-Lochung, also mit einer Firmlochung. Und hier gibt es auch einen sehr hohen Wert, denn 5 Kronen ist eine hohe Nominale. Und diese Marken wurden so im Jahr 1913, 1915 herausgegeben. Also zur Zeit des Ersten Weltkrieges, am Beginn des Ersten Weltkriegs, wo aber ja Dänemark neutral blieb, wie wir schon wissen. Ja, dann schauen wir mal, ja, so Aufdruckmarken sind immer oft ganz interessant. Hier haben wir auch noch einen beliebten Satz, die 110 bis 112. Da ging es um die Vereinigung Nordschleswigs mit Dänemark. Also, das habe ich ja auch schon erwähnt. Da gab es dann auch für die Zone 1 und 2. Zone 1 ging an Dänemark, also die nördliche Zone, Abstimmungszone. Und die südliche blieb bei Deutschland. Und als die Volksabstimmung dann beendet war und der nördliche Teil dann zu Dänemark kam, hat man dann extra diesen Sondermarkensatz herausgegeben, und der ist jetzt auch nicht so teuer. So postfrisch, also ungestempelt, wäre er mehr wert, aber gestempelt kann man den recht günstig kriegen. Und hier mal nochmal eine interessante Ausgabe, die Nummer 116. Das ist eine Zuschlagsmarke noch für das Rote Kreuz, auch mit der Ausgabe zur Vereinigung Nordschleswigs mit Dänemark. Da haben wir dann einfach noch als Wohlfahrtsmarke hier plus 10, also nochmal 10 Öre aufgedruckt, und somit dann nochmal eine neue Ausgabe herausgegeben. Das ist der komplette Satz, wir haben jetzt mit 2 Marken, aber da haben wir hier nur eine Marke, und das Ganze ist von 1921. Jetzt schauen wir mal, was da sonst noch alles Schönes zu sehen gibt. Ich blätter mal ein bisschen weiter runter. Wir kommen jetzt in neuere Zeiten. Interessant, so auch einer der wenigen Sätze in den späteren Jahren, die auch noch recht wertvoll sind, ist dieser Satz hier zum Thema Kampf gegen den Krebs. Das ist ein beliebter Briefmarkensatz, und der ist im Vergleich zu den anderen Marken relativ wertvoll. Die meisten kriegt man ja recht günstig von Dänemark. So, dann schauen wir, was noch so alles gibt. Das ist so eine beliebte Ausgabe. Hier diese, das ist Freimarkenserie. Da gibt es einen ganzen Schwung von Marken mit diesem Motiv, mit den Herzchen und den Wappen. Hier sind so kleine Herzchen, Wappen. Das sind auch wieder Freimarken. Hier aus dem Jahr 1930, dann schauen wir mal ein bisschen weiter. Und man sieht jetzt auch die Sondermarkensätze, wie jetzt dieser hier zum Beispiel aus dem Jahr 1936, kriegt man auch sehr günstig. Also da kann man sich mit relativ wenig Geld eine schöne Sammlung zusammenstellen. Und es gibt auch schöne Motivmarken, wie jetzt zum Beispiel dieser Block mit den Pferden. Und hier ist noch vielleicht ein weiterer Block mit Vögeln. Also es gibt allerlei schöne Motivmarken von Dänemark. Dann gibt es auch Bottomarken, die sind durchaus auch ein bisschen wertvoller, wie man das jetzt bei dieser hier sieht. Und ja, damit sind wir jetzt bei Dänemark schon am Ende. Aber ich möchte euch auch noch kurz die Färöer und Grönland und Dänisch-Westindien vorstellen. Ja, dann schauen wir mal, was so von den Färöerinseln im Online-Shop angeboten ist. Ich gehe mal auf Färöer-Briefmarken hier.
und sehe da allerlei schöne Magen. Hier, die haben auch sehr schöne Motive. Hier zum Beispiel ein Papageientaucher. Die Färöer sind natürlich auch eine Vogelinsel. Da gibt es viele Wasservögel und so weiter. Das ist ja auch von mir so ein bisschen ein Steckenpferd. Wasservögel, die liebe ich ungemein und entsprechend liebe ich natürlich auch diese Briefmarken. Dann Färöer, das ist ja eigentlich auch eine Schafsinsel, hat glaube ich namentlich auch was mit dem Namen Schaf zu tun. Und da gibt es unheimlich viele schöne Schafe und interessante Schafrassen, wie jetzt zum Beispiel diese Rasse hier. Da müsste ich jetzt mal nachschauen, was das überhaupt für eine Rasse ist. Ja, das ist halt ein Witter, aber da steht jetzt nichts, zum Beispiel beim Michel-Katalog, zum Thema, was das jetzt genau für eine Schafsrasse darstellen soll. Vielleicht kann der eine oder andere von euch noch was dazu sagen. Ja, wichtig ist, ähnlich wie bei Island, natürlich der Fischfang auf den Färöern. Sieht man hier bei diesem Satz, wir blättern mal einfach runter und landen hier als neueste Marke hier mit dem Block 7. Ist auch eine wunderschöne Marke mit allerlei interessanten Motiven. Dann schauen wir uns da vielleicht auch noch schnell Island an, weil Island ja auch eine Zeit lang ein Teil Dänemarks war. Und immerhin mit in Personalunion mit dem dänischen König bis 1944 mit Dänemark verbunden war. Hier sieht man zum Beispiel wieder den dänischen König, diesmal auf isländischen Briefmarken in unserem Online-Shop. Also da gibt es auch allerlei interessante Ausgaben. Und ab hier, also da sind wir jetzt hier schon beim Jahr 1952, da war dann Island, war ja seit 1944 komplett unabhängig, aber man sieht, hier gibt es viele weitere schöne Marken noch von Island. Ja, dann schauen wir uns vielleicht noch Grönland an. Das ist ja zwar eine autonome Region, aber gehört immer noch zu Dänemark. Die haben auch sehr schöne Briefmarken. Schauen wir mal, was hier so angeboten wird. Ich habe euch ja schon vorher ein paar Briefmarken von Grönland aus meiner Sammlung gezeigt. Und jetzt hier haben wir zum Beispiel eine schöne Ausgabe mit Schiffen, eine relativ frühe Ausgabe. Schauen wir mal die neueren Ausgaben vielleicht noch an. Hier haben wir so allerlei Krabben, hier so Landschaftsmotive mit Eisbergen. Da sieht man, was für eine tolle Landschaft eigentlich auf Grönland herrscht. Und dass es da nicht nur Eisberge, sondern auch grüne Stellen gibt. Es gibt sogar kleine Wälder, soweit ich weiß. Und es gibt halt total bizarre Felsenformationen, wie wir es jetzt hier auf dieser Briefmarke sehen. Dann, ja, noch Dänisch-Westindien wollte ich euch vielleicht zeigen. Ich muss nochmal gucken, Briefmarken A bis D und hier nochmal A bis D anwählen und nicht Argentinien oder sonst was. Und jetzt erscheint hier dann gleich auch Dänisch-Westindien. Hier haben wir Curaçao noch, es sind nicht so viele, deswegen haben wir das unter amerikanische Staaten A bis D untergebracht. Und hier sieht man ein paar Briefmarken vom Dänisch-Westindien. Und dieses Motiv kennt man ja auch vom dänischen Mutterland. Also man sieht, diese Briefmarken sind recht interessant und kosten auch ein bisschen Geld. Und hier sieht man auch nochmal welche von Dänisch-Westindien mit dem König, mit dem dänischen König. Und 1917 trat ja dann Dänemark, ich glaube, Dänisch-Westindien an die USA ab. Ja, das war's dann schon mit der Vorstellung unserer dänischen Briefmarken, die im weiteren Sinne mit Dänemark zu tun haben, in unserem Online-Shop. Und wenn euch da was von diesen Marken interessiert, dann könnt ihr sie natürlich auch bestellen. Ja, jetzt ist der Film doch deutlich länger geworden, als ich es ursprünglich dachte. Gab es doch viel über Dänemark und so weiter zu berichten. Auch im Online-Shop gab es natürlich jetzt da auch noch ein paar recht interessante Briefmarken zu dem Thema zu sehen. Also man sieht, es ist ein sehr schönes Sammelgebiet und es ist speziell, wenn man sagt, ich sammle jetzt nicht bis total in die Neuzeit, jetzt werfe ich hier noch was runter, dann ist das Sammelgebiet auch von der Menge, also von den unterschiedlichen Marken her gesehen, eigentlich sehr gut überschaubar. Ja, ich hoffe, euch hat der Film gefallen und ihr konntet vielleicht die eine oder andere interessante Information mitnehmen. Ich habe jetzt durch die Recherche auch noch das eine oder andere Interessante erfahren
Und sicher kann der eine oder andere von euch auch noch das eine oder andere dazu schreiben unter den Kommentaren, worüber ich mich sehr freuen würde. Ich freue mich natürlich auch ganz besonders über jedes Like mit erhobenen Daumen, und Fragen versuche ich wie immer möglichst zu beantworten, soweit es mir möglich ist und es natürlich auch meine Zeit zulässt. Ja, und wie immer freue ich mich ganz besonders über jeden neuen Abonnenten. Wir kämpfen immer noch um die 4000er Grenze, also das ist ein richtig harter Kampf, die zu erreichen. Aber ich denke, es muss jetzt einfach mal in den nächsten Tagen klappen. Und wer noch kein Abo bei mir hat, kann mich dabei natürlich unterstützen. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit heute. So quasi am Herbstanfang. Man merkt, das Wetter wird jetzt auch schon ein bisschen herbstlich. Die Nächte werden kühler, aber jetzt soll es, glaube ich, zum Wochenende nochmal recht schön werden. Also genießt die Zeit. Speziell geht raus, schaut euch die schöne Natur an. Der Herbst ist ja immer ebenfalls eine wunderbare Zeit. Ja, eigentlich hat ja jede Jahreszeit so seinen Reiz. Also genießt die Zeit. Ich wünsche euch eine gute Zeit, alles Gute und dann bis zum nächsten Mal auf meinem YouTube-Kanal Thomas Schmidt-Konz Marathoni. Auf Wiedersehen!